Blutdruck messen. Eine der Aufgaben von Faluku Kiyowewa an der Diakonissenstadtklinik in Augsburg. Der 25-Jährige aus Uganda pflegt Krebspatienten. Herr Temmel, jetzt etwas verändert. 120 zu 55. Gut Wert heute. Und die Puls? Na gut, ich war schon im Geräteraum, aber war ganz gut. Und ich bin hier in Deutschland gekommen, weil hier es gibt Sicherheit und bessere Gesundheit. Und diese Ausbildung, ich fühle mich sehr, sehr wohl, wenn ältere Menschen helfen kann und etwas geben. Also wie im Krankenhaus helfen, in Elternheim, Seniorenheim, in Pflegedienst. Also sie sind sehr, sehr dankbar deswegen. Sonst lass es schmecken. Mhm. Ja. Du kommst schon wieder. Ja, es kommt wieder. Machen ihren Dienst wie alle anderen auch. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass man freundschaftlich. Ich habe die ganze Welt bereist und deswegen ist mir das nicht fremd. Faluku Kiyowewa ist vor 2,5 Jahren aus Uganda geflüchtet. Eines der ärmsten Länder der Welt. Daheim hat er als medizinischer Helfer bei der UN gearbeitet. Hier in Deutschland macht er die einjährige Pflegefachhelferausbildung, arbeitet auf Anweisung der Pfleger. An der Diako-Pflegeschule sind Geflüchtete aus 20 Nationen. Sie lernen hier die Basis des Pflegeberufs kennen. Ohne große Einstiegshürden können sie sich auf diese einjährige Ausbildung bewerben. Wenn der Patient Schmerzen angibt, Mensch, das könnte doch jetzt auch vielleicht mit dem Blinddarm zu tun haben. Also dafür soll das hilfreich sein. Für die Ausbildungsstelle, ich habe es selbst auf dem Internet zuerst gesucht. Dann ich habe für die Schule bewerben. Dann ich hatte die Vorstellungsgespräch. Dann ich habe die Ausbildungsstelle bekommen. Thema heute? Organerkrankungen, zum Beispiel Hirnerkrankungen wie Schlaganfall und Demenz. Auch wenn man als Pflegefachhelfer nicht alles machen darf wie ein Pfleger, etwa Spritzen geben, sollen auch die Helfer lernen, schnell erkennen und eingreifen zu können. Was bedeutet Hämiplegie mit Schlaganfall? Ja, also Sie sollen ja hier neben den Ursachen dann auch Symptome nennen. Und dann werden Sie sehen, dass dann als Hauptsymptom unter anderem der Patient eben diese Halbseitenlähmung hat. Ja, genau. Wer hier lernt, zeigt Durchhaltevermögen. Ich versuche, um zu lernen, weil ich wohne in einer Asylunterkunft und es ist immer laut. Aber trotzdem lerne ich vielleicht in der Nacht. Ein Bleiberecht erwerben die Pflegefachhelferschüler nach ihrem Abschluss nur, wenn sie aus einem nicht sicheren Herkunftsland kommen. Falukus Heimatland Uganda gehört nicht dazu. Es gibt Auszubildende, bei denen das völlig ohne Frage weitergeht, aber vor allem bei Auszubildenden, die aus sogenannten sicheren Herkunftsstaaten kommen, erscheint es oft so, als ob zwingend entweder eine weitere Ausbildung oder aber ja, die Rückreise ins Heimatland die Folge ist, wenn eben keine Ausbildungsfortsetzung stattfindet. Oft droht also Abschiebung, obwohl Deutschland dringend Pflegekräfte braucht, wie Pflegeexperte Klaus Fussek öffentlich mahnt. Laut Statistischem Bundesamt werden in 10 Jahren 90.000 Mitarbeiter fehlen. In sehr vielen Einrichtungen hat man das Gefühl, es sind Friedhöfe für Lebende. Es sind viele Menschen, die einfach einsam sind. Sie bekommen wenig Besuch. Und deshalb brauchen wir viele Menschen, die sich um die alten Menschen kümmern. Und dann ist es egal, aus welchen Ländern sie kommen, welche Hautfarbe sie haben. Sie müssen natürlich die Sprache sprechen, damit man sich unterhalten kann. Sie müssen empathisch sein, sie müssen Freude haben. Auch Faluku Kiyowewas Aufenthaltsgenehmigung gilt nur für seine Ausbildung. Aber er möchte noch eine 3-jährige Krankenpflegerlehre anschließen. Denn er hat noch viel vor. Ich habe einen Traum, also entwickeln in Pflege und Weiterbildung machen, also zum Anästhesie. Und ich wünsche für eine Non-Regierung-Organisation zu anfangen in meinem Heimatland, also wo ich kann die Leute helfen kann in Gesundheitsrichtung. In wenigen Tagen wird Faluku Kiyowewa seine Abschlussprüfung machen. Für ihn
ein wichtiger Teil seiner Mission.